Einen wunderschönen guten Morgen zu meinem achten Minecraft-Tagebuch-Video. Wie ihr seht, da draußen brennt schon das erste Skelett. Also hier war die Nacht ganz schön Action, auch wenn mich keins gesehen hat, aber ja. Und die Creeper, die regen mich gerade da draußen auf, weil ich wollte eigentlich ja mit euch heute Holz fällen. Nur wenn da draußen Creeper rumrennen, ist das Kacke. Also müssen wir versuchen, die irgendwie loszuwerden. Mal schauen, wie wir das machen. Gucken wir erstmal hier. Gut. Also es scheint ja Gott sei Dank nur einer zu sein. Wir können ja mal die Spinne ärgern. Ich will mal was versuchen. Mal sehen, ob es klappt. Ach so ein Mist. Spinne ist mit abgehauen. Was ist denn hier los? Hat jemand hier Blumen gepflanzt? Nö. Oh, das sieht ja auch interessant aus. Okay, na egal. Erde sammeln wir ein. Kann man gebrauchen ab und zu. So. Ich glaube, die Spinne versuche ich mal zu töten. Alterweil Fäden. Ey, hat sogar Angst vor mir. Hab ich auch noch nicht erlebt, dass ich eine Spinne angreife und die dann sogar abhaut. Cool. So, egal. Jetzt holen wir erstmal Holz. Wie ich das vorhin angekündigt hatte. Oder vorhin sah ich gestern beim letzten Video. La 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 la, Holz fällen. Müssen dann natürlich auch die Triebe einsammeln. Genau, da haben wir das schon in Ashton. Dass wir die Bäume wieder neu pflanzen können. Damit hier das nie endet, die Rohstoffe. Wäre ja schade drum. So. Genau. Lalalala. Ich habe nämlich auch was ganz Tolles vor. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal an Holz. Pflanzen wir den hier noch schnell ein. Oh, da hinten steht ein Mammutbaum genau in meinem Haus. Egal. Nee, und zwar kann man ja seit kurzem in Minecraft auch Betten bauen, in denen man nachts schlafen kann, um somit die Nacht zu überspringen. Und genau das habe ich jetzt vor. Weil dann kann ich nämlich das Kapitel immer so beenden, dass ich abends ins Bett mich lege und muss dann nicht ewig warten, bis die Nacht vorbei ist, dass ich weitermachen kann. Das finde ich sehr schön und das ist auch ganz lustig. Und zwar ist das Rezept für ein Bett eigentlich ganz einfach, wie alles andere. Dreimal Holz für den Boden. Na, warum habe ich denn jetzt dort was rausgenommen? Egal. Und dreimal Wolle, worauf man dann natürlich schläft. Und dann hat man hier so ein lustiges Bett. So. Und das stelle ich mir hier hin. Sieht noch relativ ärmlich aus. Und vielleicht machen sie es nochmal schöner. Aber macht nichts. Man kann drin schlafen. Und da kommt auch die Nachricht: You can sleep only night night. Wie auch immer. You can only sleep at night. Was natürlich heißt, dass man nur nachts schlafen kann. Ist aber logisch. Wer will schon tags schlafen? So, jetzt bauen wir uns erstmal wieder Treppen. Ja. Weil wir müssen ja erstmal das Dach fertig kriegen. Ich hoffe, diese 42, 52 reichen. Weil ich brauche noch ein bisschen Holz für was anderes, was ich noch vorhatte. Aber das kommt dann noch so. Hier irgendwo haben wir eine Treppe gebaut. Genau, hier ist er doch schon. Ist ja gar nicht mehr viel. Oh. What? Ach, geschafft. Och. Na ja, gut, es geht. Ein bisschen was fehlt noch. So. Dann bauen wir an dem Häuschen weiter. Jetzt überlege ich gerade, wo baue ich mir einen Schornstein rein. Hierhin am besten. So. Haben schon mal das Stück für einen Schornstein gesetzt. Ich habe ja mittlerweile in Multiplayer-Spielen habe ich schon solche Häuser gebaut, wo ich richtig mit Küche und richtig schön mit Möbeln und allem so versucht, ein bisschen auszustatten und Bilder und alles. Also
Ich werde das sicherlich hier auch probieren, aber das dauert halt alles seine Zeit. Immer mit der Ruhe. Jetzt haben wir erstmal ein Häuselstern, ein schönes. Mit Esse, mit Schornstein. Wunderbar. So. Bauen wir hier die Treppe wieder ab. Ja. Genau. Ja, ein bisschen wegschaufeln, dass wir drum rumlaufen können. So. Und schon sieht mein Häuschen doch richtig niedlich aus. Also ich finde es gemütlich, wenn man das so von draußen anguckt. So, jetzt können wir uns ja noch den Spaß machen, wenn wir an unserem Haus weiter basteln wollen. Ja, ich denke, ihr merkt schon, ich bin eher mehr so der Bastelfreak, weniger so der Kämpfer. Aber naja. Ich bastel halt lieber und ich denke, manche gucken sich auch lieber das Gebastelte von anderen an, als wenn einer nur rumkämpft in Dungeons oder so. Aber ich werde mit euch auch in Dungeons gehen, also so ist es ja. Ne, wir brauchen ja auch schließlich Eisen. So, jetzt werden wir erstmal uns ein paar Leitern bauen, weil ich mir einen Dachboden baue. So. Seid ihr schon? Sieht hübsch aus. So, gehen wir wieder runter. Und wir brauchen noch einmal. Einmal Leiter brauchen wir noch. Genau. So. Und jetzt können wir hier hochgehen. So. Ja, und wenn ich jetzt wollte, könnte ich jetzt hier oben, sage ich mal, noch so ein Dachfenster einbauen. Oh ja, ich glaube, das mache ich. Muss bloß gucken. Wegen Glas. Hab ich davon? Hier, doch. Ich sogar noch was einstecken gehabt. Am besten gleich so. Oder wartet mal, ich gehe mal kurz raus. Ich gucke mir das erst nochmal von außen an. Na. Wie das jetzt aussieht. Oh ja, ich würde es. Oder? Ich weiß nicht. Lieber die Etage runter oder lieber jetzt oben zumachen und das so lassen. Ich setze erstmal nochmal den Stein dahin. Und guck dann nochmal. Hui! Oh ja, kann man so lassen. So lasse ich es auch. So sieht's hübsch aus. Genau, und so machen wir das jetzt hier auch. Das weg und das weg. Und Glas stattdessen hin. So. Was wir jetzt noch machen, ist Fackeln hier hinbauen. Dass wir im Dunkeln hier was sehen. So, jetzt gehen wir wieder runter. So, ja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir unser Haus ja soweit fertig. Jetzt bin ich am Überlegen, was wir jetzt machen. Logischerweise. Ich werde erstmal das Holz absetzen. Das Holz. Halt, mir fällt was ein. Ich werde das Holz mitnehmen. Und werde jetzt aus dem Holz erstmal viele solche Dinge machen. Und jetzt mache ich Bilderrahmen. So. Genau. Erstmal 5, das reicht erstmal. Denn ich hatte ja da hinten so eine schöne Höhle entdeckt, wo ich euch ja gesagt habe, was ich da vorhab. Und genau das werde ich jetzt erstmal machen und gucken, wie das aussieht. Ach, hübsches Hütchen. Gefällt mir.
Ein Hüttelchen, ich habe ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Na gut, an dem anderen müssen wir noch arbeiten, aber das Haus haben wir schon mal. Hier hinten war das, ne? So richtig toll. Ah, das sieht richtig herrlich aus. Und hier oben wollten wir Glas einbauen, ne? Ja, das sieht bestimmt dann richtig gut aus. Oh, es wird dunkel, merke ich gerade. Dann müssen wir schnell mal sehen. Ne, so, ne? Ja, genau. Seht ihr das? So wollte ich das haben. Das sieht doch richtig stylisch aus. Jawohl. Und jetzt hier nochmal. Nö, so, ne? Nö, so, ne? Nö. Ist das dasselbe? Ja. Dann lieber, ne? Na, komm schon her. Nö. Nö. Ja. Genau. Das ist schön. Und wir können ja hier hinten noch eins machen. Ein großes hier hinhängen. Sehen, wie groß wir das kriegen. Eigentlich gibt es hier ganz große. Ja, genau. Seht ihr? Richtig riesige Bilder. Also es kommt schon richtig gut. Wenn man das so von Weitem anguckt, sieht man, erkennt man nur, was es ist. Fetzt. Wunderbar. Das gefällt mir. So, jetzt gehen wir erstmal wieder rein ins Haus, denn es wird gleich Nacht. Und wir wollen uns ja hier nicht mit irgendwelchen Bösen... Da unten lauert schon eine Spinne und Zombies und... Oh Gott. Dunkelheit. Okay, na gut, da war es das ja schon. Ja, naja. Wie ihr seht, so ein Haus bauen nimmt viel Zeit in Anspruch. Wir haben jetzt schon alleine 8 Tage gebaut, ehe wir uns hier richtig gemütlich häuslich einrichten konnten. Aber wir haben es geschafft und ich denke, morgen werde ich mit euch mal wieder in den Dungeon gehen. Weil damit es halt nicht so langweilig ist. Ich meine, wäre Quatsch, wenn wir hier nur bauen. Okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich gucke nochmal schnell, ob man sich irgendwas noch bauen könnte, bevor ich euch jetzt hier verabschiede. Das rein. Bogen haben wir aber noch nicht genug Pfeile. Ja, da müssen wir mal sehen. Immer. Morgen dann klarkommen. Das kann ich mitnehmen. Die Treppen lasse ich hier. Das Fleisch nehme ich auch mit. Das eine Bild lasse ich auch hier. Gut. Das Glas kann ich auch hier lassen. Die Steine kann ich aber mitnehmen. Genau. Okay. Also zu bauen wäre nichts mehr. Und sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Was haben wir hier drin? Nur Kohle. Okay. Ah, wir werden noch mal ein paar Fackeln mehr mitnehmen. So, genau. Gut. Ne, dann verabschiede ich euch jetzt und dann lege ich mich ins Bett und dann sehen wir uns morgen wieder zu meinem 9. Tagebuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Schlaft schön.